Fünf Tipps zum Thema Verleihen. Denn das ist doch ein Thema, was uns eigentlich immer begleitet und wo es eigentlich immer wieder Fragen gibt. Und deswegen fangen wir zuallererst mal an. Wie viel Kraft brauche ich beim Verleihen? Meine Leimfuge geht nicht zu. Klassisch, wir haben es schon öfter besprochen, wenn die Leimfuge mit geringem Druck nicht zugeht, dann ist das Holz nicht passig, also nicht gut abgerichtet. Wie abrichten geht, zeige ich euch hier. Und das Gleiche gilt auch für Verbindung. Wenn ihr eure Verbindung nicht wirklich gut zusammenkriegt, dann liegt es im Zweifelsfall daran, dass sie schlicht und ergreifend zu eng sind. Das heißt, der erste Tipp ist, Verbindungen sollten so sein, dass wir im Kopf behalten, dass auch mit Leim das Ganze noch zusammenpassen muss. Worauf wir dabei achten sollten, ist, Leim enthält in jeder Form eigentlich irgendwie Wasser, es sei denn, wir nehmen Epoxy und Co. Das heißt, Holz quillt auf und wird enger. Wir müssen uns also beeilen und es sollte passen. Und bei Fugen, wenn wir also zwei Bretter wie hier verleimen wollen und wir kriegen die Fuge nicht wirklich geschlossen, dann liegt das in der Regel immer daran, dass wir nicht gut abgerichtet haben. Das ist der erste Trick. Der zweite Trick ist, ich habe ein Problem. Wenn ich meine Sachen verleime, dann rutscht immer alles so hin und her und auch nach oben und nach unten. Ich habe keine Kontrolle über mein Holz. Das klärt sowohl diese Frage als auch die andere Frage, wie viel Leim brauche ich eigentlich? Und das ist eigentlich sehr einfach. Wir machen es einfach so, wir nehmen unseren Leim, machen hier eine Spur drauf. So, dann nehmen wir unser zweites Stück, packen die beiden zusammen und dann schieben wir die einfach mal so hin und her. Wozu das führt, ist A, dass ich natürlich zwei Stücke habe, die unterschiedlich lang sind, deswegen habe ich jetzt Leim an meinen Fingern. B, verteilt sich dadurch der Leim perfekt, wir brauchen also nicht beide Teile einzupinseln. Was wir dabei auch machen, wenn wir die beiden Teile so aneinander reiben, wir drücken die überschüssige Luft heraus. Das heißt, wir sorgen dafür, dass unsere Teile schon gut zusammenliegen. Das heißt, wenn wir sie jetzt hier gleich einmal einspannen, dann werden sie sich nicht mehr enorm viel bewegen. Wir haben also kein Problem, dass das Ganze sich jetzt gleich extrem verzieht. Das heißt, wir legen das einfach hier auf unsere Zwingen. Zack. Geben, wie eben besprochen, ein bisschen Druck an. Nicht zu viel, wir wollen nur die Leimfuge schließen. Und dann sind wir auch schon fertig. Das heißt, wir brauchen nicht viel Leim, wir brauchen nicht Leim auf beiden Seiten. Wir brauchen nur so viel, dass wir überall einen gleichmäßigen Austritt haben. Wie wir sehen, wir haben vorne einen gleichmäßigen Austritt und wir haben hinten einen gleichmäßigen Austritt. Streng genommen werden jetzt manche sagen, boah, das ist aber, das ist ja mehr als genug Leim. Und da würde ich auch zustimmen, das ist sogar in diesem Fall etwas zu viel. Denn wie wir sehen, auf der Vorderseite haben wir wirklich einiges, was wir sauber machen müssen. Und das ist der nächste Trick, Leim sauber machen. Dabei gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist, wir nehmen jetzt einen nassen Lappen. Nicht feucht, richtig nass und wischen alles ab. Variante B, wir lassen es einfach so trocknen, nehmen am Ende ein schön scharfes Stechbeitel oder Hobel und hobeln das Ganze ab. Ruckzuck ist das Problem sozusagen gelöst. Und dann kommen wir auch schon eigentlich zu der ersten und auch letzten Frage, die immer gestellt wird. Welcher Leim? Leute, es ist völlig egal. Wir verleimen in der Regel Sachen für drinnen und manchmal Sachen für draußen. Das heißt, wir brauchen manchmal wasserfesten Leim, manchmal einfach ganz normalen Leim. Nehmt den, den ihr kriegen könnt. Die halten in der Regel alle gut. Wichtig dabei ist, achtet auf die Ablaufzeit. So ein Leim hält einmal geöffnet nicht unendlich lange. Und das andere, was ich immer empfehlen würde, ist, mischt die Leime nicht. Das heißt nicht, nehmt nicht zwei verschiedene, sondern mischt sie nicht innerhalb eines Projekts. Denn verschiedene Leime trocknen in verschiedenen Härtegraden aus. Nein, verschiedene Leime härten in verschiedenen Farben aus. Das heißt, es kann sein, dass wir da ein Problem bekommen, verschiedenfarbige Leimfugen bekommen oder ähnliches. Das wäre einfach blöd.
Lasst es also bleiben, nehmt überall immer den gleichen und welcher es ist, ist am Ende fast egal. Das sind 5 schnelle Tipps zum Thema Leimen. Ein Bonustipp gibt es noch. Das, was ich euch gerade gezeigt habe mit den Brettern aneinander schieben, ist deutlich einfacher und besser als zum Beispiel Salz oder was auch immer ich schon oft gelesen habe, zwischen die beiden Holzstücke zu packen, um sie am Wandern zu hindern. Ich würde niemals mit der Tinktur, ich würde das hier nicht verändern, möchte ich damit sagen. Ich möchte da nichts hinzufügen. Ich möchte, dass der Leim so arbeitet, wie er gedacht ist. Das heißt, ich schiebe die beiden Bretter hin und her, verteile damit den Leim, entferne die Luft und habe dann eine völlig problemfreie Verleimung. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit 5 Tipps, aber irgendwann erst in der Zukunft. Vorher mit Vlogs, Projekten und Co. Macht's gut. Tschüss.